Heute habe ich für euch im Unboxing die neue Bootbox und was da so drin ist, das zeige ich euch natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal und hier seht ihr sie nun stehen, die neue Bootbox und ich zeige euch natürlich auch gleich was da drin ist. Das Unboxing-Messer ist auch schon bereit. Also einmal hier durchschneiden, einmal hier durch und dann hier unten nochmal durch. So. Dann packen wir das Messer mal wieder zur Seite, öffnen die Box und die Box stellen wir zur Seite, wie immer in letzter Zeit. Ich hoffe, das gefällt euch so. Also, ich hoffe, es funktioniert für euch auch gut. Und das Thema diesen Monat war Epic. Und ob die Box so episch ist, wie da drauf steht, das sehen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Item an. Und ich weiß nicht, was es sein soll. Small Parts. Okay. Wir haben hier einen Nintendo Controller vom Super Nintendo und ja, man kann es wie ein Stressball behandeln oder auch darauf spielen. Also ich denke mal, es soll sowas wie ein Stressball sein. Steht nichts drauf. Oh. NES Controller Small Parts. Ich sehe keine Small Parts, aber ist ja wurscht. Aber könnte ein Stressball sein. Oder irgendwas zum Kneten halt. Was haben wir hier? Den Pin haben wir hier. Und da müsst ihr mir wieder mal helfen. Da kann ich leider nicht sagen, zu was das der Pin ist. Vielleicht sagt es uns dann das Woodbook. Was aber meistens auch nicht der Fall ist. Aber wer es weiß, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier als nächstes. Das ist ja mal nice. Nicht so viel rascheln. Komm raus, wo immer du bist. Und zwar haben wir hier einen Dragon Ball. Ball de Kristall. Also ein Kristallball. Kann man hier oben aufmachen. Ist wirklich schwer. Und dann haben wir hier den Dragon Ball Nummer 4. Ist zwar jetzt kein Kristall, ist mehr Kunststoff, würde ich sagen. Und das, man sieht es auch, dass er aus zwei Hälften zusammengeklebt ist, weil die Sterne müssen ja auch irgendwo reinkommen. Aber ist nice, kann man mal machen, kann man sich mal hinlegen. Vielleicht sogar als Briefbeschwerer, wenn man sich da so eine kleine Halterung bastelt, die da unten drunter ist. Kann man mal machen. Geh wieder zu. Zuerst willst du nicht auf und jetzt willst du nicht zu. Komm her. Jetzt. Also ein Dragon Ball. Einer mit 4 Sternen drauf. Legen wir mal wieder zur Seite. Okay. Dann nehmen wir erst das. Und zwar haben wir hier auch diesen Monat einen Funko Pop drin. Und zwar haben wir hier Chewbacca aus Star Wars, das Erwachen der Macht. Hat hier einen Pork dabei. Da fällt schon Karton raus. Und hier die anderen aus der Reihe. Also ein Chewbacca Funko Pop. Sieht irgendwie nice aus. Auch wenn der Park dabei ist. Sieht aber trotzdem nice aus. Gibt es natürlich wieder einen Quick Look. Ja, und dann sieht mir das so aus, als wäre es dieses Monat schon gewesen. Okay, haben wir hier noch das T-Shirt. Wie gehst du auf? Da. Das
T-Shirt steht in der Verpackung Kopf. Entschuldigung fürs Geräuschen. Ist ein Original Pokémon Produkt. Also ein Original Lizenzware. Hat auch einen, ja, würde ich sagen, okayen Print. Könnte etwas farblicher sein, aber es geht. Wir haben hier Pikachu drauf. Weiß nicht, ob da Pikachu drauf steht oder Donnerschock oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall die 025 Pikachu. Also wie es im wohl im Pokédex drin ist. Jetzt ist eingefallen. Ja, das war der Inhalt der epischen Box. Für eine epische Box muss ich sagen, hätte ich mir epischer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Normal enttäuscht mich die Wutbox nicht. Dieses Mal, epic, naja, okay, Funko Pop dabei, schön, aber episch, ein limitierter, normal. Dragon Ball, nett zu haben, aber seien wir ehrlich, verstaubt. Nintendo Controller, naja, Pin, weiß ich nicht, wo er her ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. T-Shirt geht okay, ist Lizenz-T-Shirt. Da wollen wir mal nichts wegnehmen. Aber episch, unter episch, naja, verstehe ich etwas anderes. Aber bevor wir zu viel meckern, schauen wir erstmal noch ins Büchlein. Da haben wir das Editorial, wie immer. Dann haben wir hier einige Unboxing-Moments. Hier. Dann Super Smash Bros. Ultimate, unsere Empfehlung, also ein kleiner Bericht darüber. Halt, hier sind wir rein. Dann die Mega Woodbox Epic. Habe ich immer noch nirgends ein Unboxing gesehen, also. Tja, Stressball Nintendo offiziell. Game Boy. Wäre mir lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen. Sieht auch etwas besser aus als wie der Controller. Oder der Nintendo 64 Controller, der sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier den, also 5 Euro. Ich will es nicht kaufen für 5. Dragon Ball. Kristallkugel. Kunststoffkugel, nicht Kristall. Also, 10 Euro. Naja, ich würde es nicht kaufen für 10 Euro. Die gibt es aus Kristall auch. Also zwei Artikel, ja, naja, wo ich naja sag. T-Shirt, 20 Euro, geht vollkommen okay, ist Lizenz-T-Shirt, wollen wir nichts wegnehmen, scheint Woodbox exklusiv zu sein, vorerst mal. Dann haben wir hier Star Wars Funko Pop, okay, da Luke wäre mir ehrlich gesagt etwas lieber gewesen mit Chewie, aber Chewie ist auch nicht schlecht. Lassen wir mal 15 Euro, lassen wir gelten. Pin. Hey, das ist kein mystisches Objekt. Göttern drin kannst. Ja, gut, okay. Keine Ahnung, wo das her ist. Wer es mir sagen kann, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Pin wie immer 4 Euro. Dann haben wir hier Werbung für ein Spiel. Und hinten drauf, das war's schon. Woodbox Epic. Leider nein, meiner Ansicht nach. Also ist immer meine persönliche Meinung hier, aber episch, naja. Zwei Artikel, die mir gut vorkommen, T-Shirt, Funko Pop, Rest, naja, Sodala, also epic, stelle ich mir was anderes vor. Aber okay, ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht gefällt es auch wen anders. Und apropos, gefällt es auch wieder anders, schreibt mir eure Meinung zu der Box gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Lasst ein Like da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wer es noch nicht ist, darf auch gerne den Abo-Button drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.